Hallo liebe Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem, ich sag mal so in Anführungszeichen, Doku. Es ist keine richtige Doku, es ist ein quasi Erklärvideo. Also eine Doku würde aussehen, wenn ich mehr weiter aushole und so. Es geht wieder um die Wuppertaler Schwebebahn. Aber alles Weitere seht ihr dann gleich. Ich möchte nur noch mal betonen, die ausführliche Doku der Wuppertaler Schwebebahn ist ja bereits auf YouTube. Beginnen wir damit. Wir schweben jetzt gerade über die Landstrecke. Ihr müsst wissen, die Schwebebahn fährt auf der Landstrecke auf 3,0 Kilometer 45 Meter abwärts. Auf der Wupperstrecke sind es 3,3 Kilometer 45 Meter abwärts. Auf der Wasserstrecke sind es 45 Meter auf 10 Kilometern aufwärts, die Bahn fährt. Ja, in dem Video sind wir gerade in der Station Bruch, meines Erachtens nach, oder beziehungsweise dem Geschichtlichen nach, was ich entnehmen konnte, ist an der Station Bruch nicht viel passiert. Ja. Ich mach sofort weiter. So, jetzt verlässt die Schwebebahn die Landstrecke. Linke Hand, die Sonnenborner Hauptkirche. Wir erkennen sie nur leider sehr schwer. Oder beziehungsweise in dem Sinne rechte Hand. Und auf der anderen Seite sehen wir dann das gelbe Gebäude, ist das Wuppertaler Stadion, erbaut 1924. Im Hintergrund die Sonnenborner Hauptkirche, erbaut 1926. Ja, am Stadion Zoo war auch zeitweise Endstation der Schwebebahn. Zwischen den beiden großen Stützen, die wir gerade passiert haben, befand sich zwischen 1901 und 1912 eine Wendeschleife, ebenso zwischen 1974 und 2002 eine Wendeschleife. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Jetzt passieren wir gerade hier, also beziehungsweise sind wir vor der Unfallstelle, wo sich am 12. April 1999 der schwerste Unfall der Wuppertaler Schwebebahn ereignet hat. Es war Montagmorgen, der 12. April, und die Bahn stand an diesem Wochenende still und die Baufirma hatte morgens vergessen, eine Montagekralle zu entfernen. Ja, hinter dieser Kurve, die wir gerade passieren, ist es auch leider passiert. Wir sehen gleich unten in der Wupper, also über der Wupper, einen Fernwärmeleiter, den haben wir gerade passiert. Und darauf ist die Bahn dann vor 22 Jahren draufgeknallt, leider. Ja. War traurige Geschichte. 5 Tote, 47 Verletzte, leider zu beklagen. So, jetzt durchfahren wir gerade eine besondere Konstruktion. Diese Konstruktion wurde zum Bau der B7 gebaut. Eröffnet wurde sie am 25. Mai 1955. Um 5 Uhr morgens durfte damals der erste Zug diese Konstruktion passieren. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren besonderen Konstruktion, das ist der Alte Markt. Das sind unsere ältesten Schienen, die wir haben im Wuppertal. Sie wurde 1967 über die B7 aufgehangen. Die Station Alter Markt ist ebenfalls am 30. September 1967 eröffnet worden. Die Station wurde im Laufe des Ausbaus auch immer wieder ausgebaut. Und nun haben wir fast die Endstation Oberbarmen erreicht. Dort endet die Schwebebahn und fährt dann wieder zurück nach Vohwinkel. Berliner Platz ist ein zentraler Endpunkt. Die Fahrer machen dann in Oberbarmen Pause und so weiter. Ja, die Schwebebahn ist und bleibt eine Touristenattraktion in aller Welt. In Oberbarmen besteht dann noch Anschluss zur S-Bahn-Linie S8 in Richtung Hagen und Mönchengladbach, sowie zu den Regionalexpresszügen Richtung Düsseldorf.
Hagen, Hamm in Westfalen, Münster, Köln und so weiter. Ja. Und die Schwebebahn endet hier, fährt dann in die Wendeschleife. Ja, das war jetzt mal ein kurz erklärt, was man so alles auf der Strecke sehen kann. Gerne bin ich auch bereit, für euch Fahrten mit euch zu engagieren. Das ist überhaupt kein Thema. Müsst ihr mich einfach nur anschreiben, also die meine Nummer haben. Ansonsten schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Ja, ich möchte nur nochmal betonen, das war jetzt keine richtige Doku. Eine richtige Doku, die habe ich am 14. Dezember veröffentlicht. Dort erkläre ich dann auch ausführlicher über die Schwebebahn. Aber das war jetzt, wie gesagt, nur eine Kurzfassung. Kommt gut in die Woche. Ciao.